Was tun bei Ghosting? Petra antwortet auf deine Frage. So, meine Lieben, Ghosting. Es ist so schlimm, wie es klingt. Es ist wirklich so schlimm, weil man ist ja wirklich so überrascht und erschrocken, wenn sich jemand plötzlich zurückzieht. So, heute bei unserem neuen Format Petra antwortet, antworte ich ganz direkt auf deine Frage. Und viele von euch haben ihre Fragen gestellt unter den letzten Videos, aber auch auf unserer Instagram-Seite. Da findest du mich unter liebestipps-miss-p, wie Petra. Oder auf unserer Facebook-Seite, Beziehungscoach Petra Fürst. Hat uns viele Fragen gestellt. Und heute gehe ich darauf ein und wir sprechen auch so ein bisschen drüber, was kann man da tun? Und wie geht man mit dem Geist um? Ja. So, meine Lieben, bevor wir loslegen, abonniere meinen Kanal, damit du nie wieder geghostet wirst. Das wird funktionieren, ich bin mir ganz sicher. Ganz sicher. So, gut, Ghosting. Also, wir haben eure Fragen gesammelt. Und zwar legen wir da gleich los. Die meisten Frauen werden in der Anfangszeit geghostet. Was ist jetzt Ghosting genau? Ghosting bedeutet, wenn jemand sich mit dir trifft, mit dir schreibt, vielleicht sogar eine Beziehung mit dir hat und dann plötzlich verschwunden ist. So einfach weg. Und du schreibst vielleicht nochmal und du, keine Antwort und vielleicht war sogar ein Treffen ausgemacht. Er kommt einfach nicht, er ist vom Erdboden verschwunden. Also quasi plötzlich ein Geist geworden. Und Ghosting ist furchtbar für dich emotional, weil du nicht weißt, was passiert ist. Was anderes wäre es gewesen, hätte man einen Streit gehabt. Ja, man hätte sagen können, okay, es gibt einen Streit, es gibt ein Thema, einer muss sich entschuldigen oder beide und man muss irgendwie eine Lösung finden. Oder hätte auch sein können, dass, ja, hey, dass man spürt, es passt nicht so gut und ja, ich weiß es nicht. Oder vielleicht, dass man sich so auseinanderlebt oder die Liebe wird weniger und so, hätte ja alles sein können, aber nein. Alles war eigentlich irgendwie okay oder du hast nichts mitgekriegt und plötzlich ist der Typ verschwunden. So. Und hier so von euren Antworten. Wir haben vorher, die Rosi schreibt, wir haben vorher lange geschrieben, dann ein Date ausgemacht und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Wenn sowas passiert in einer frühen Situation, diese Anfangssituationen, du schreibst mit ihm auf Tinder oder sonst irgendwo und plötzlich ist er weg, liegt das daran, dass er noch keine emotionale Bindung zu dir hatte? Erstens. Und zweitens, er hat eine andere. Sorry. Ich muss das so knallhart sagen, aber wenn der Typ schon so knapp dran war, dich zu treffen und dann plötzlich verschwindet, liegt es daran, dass er eine andere Frau hat und einfach auf dich vergessen hat. Für eine Zeit. Und das ist vollkommen normal bei Männern in dieser anfänglichen Kennenlernphase, ist aber auch bei uns Frauen so. Wenn du jetzt auf Tinder mit drei Männern schreibst und du findest die alle drei gleich interessant, und mit dem einen passt es auf einmal total gut und du verliebst dich in den, wirst du den anderen Männern auch nicht mehr schreiben. Weißt du, wirst du dich auch zurückziehen. Vielleicht vergisst du sogar den anderen Bescheid zu sagen oder denkst dir, du sagst ihnen später Bescheid, weil du mal dir das anschauen musst. Also das wird der Fall gewesen sein. Hier würde ich sagen, du hast nicht unbedingt etwas falsch gemacht. Was hättest du tun können, um das zu vermeiden? Nicht so lange schreiben, sondern schneller treffen. Das kann ich euch allen als Tipp geben, bitte lasst dieses ewige Hin- und Herschreiben. Das ist so, da verlieren sich so viele Emotionen, verliert sich so viel Energie. Wenn dir jemand gefällt und du schreibst und das Schreiben ist gut, dann mach ein Treffen aus, bitte. Sag, hey, weißt du was, lass uns Kaffee trinken gehen, lass uns spazieren gehen, lass uns, ich weiß es nicht, ja, irgendwas machen für eine Stunde, 30 Minuten, einfach um ihn kennenzulernen. Das bringt dich in dem Dating-Game einen großen Schritt voraus. Weil die Frau, die er zuerst trifft, die er riechen kann, sehen kann, vielleicht berühren kann, da wird er viel eher Gefühle entwickeln als für eine, die nur hin und her schreibt. Die nächste Frage
von Patricia. Wir haben uns kennengelernt, hatten jeden Tag Kontakt, SMS und FaceTime, haben uns mehrfach getroffen. Nach dem letzten Date hat er gesagt, ich freue mich aufs nächste Wochenende, damit ich dich wieder in den Arm nehmen kann. Als ich losfuhr, hat er mir noch eine SMS geschrieben und das war's dann. Von diesem Tag an nichts mehr gehört, hat auf nichts mehr reagiert. So. Das ist natürlich jetzt schon die härtere Abfuhr, wenn man jemanden schon nahe war und er freut sich auf das nächste Wiedersehen. Hier kann es mehrere Gründe geben dafür. Es kann sein, dass irgendwas wirklich passiert ist in seinem Leben, also irgendwas Schlimmes, Privates oder in der Familie, das ihn dazu gebracht hat, sich vollkommen zurückzuziehen von dir, aber trotzdem super Respekt, dass er nichts gesagt hat. Oder es kann auch sein, dass eine andere Frau wieder aufgetaucht ist, vielleicht eine Ex-Freundin oder er sowieso zweigleisig gefahren ist und sich für die andere entschieden hat. In dem Fall hier, finde ich, hättest du nichts machen können. Vielleicht ein bisschen besser beobachten, aber im Endeffekt, du hast meiner Meinung nach nichts falsch gemacht, ja, sondern es ist einfach wirklich Pech, was dir hier passiert ist. Und das ist natürlich dann schwer, als Frau oder als Mensch überhaupt das zu verdauen, weil du hast nichts falsch gemacht, du weißt nicht, was du hättest ändern können, man hat dir auch nicht Bescheid gesagt. Das ist nicht schön. Und was hier am allermeisten hilft, ist jetzt eine große Portion Selbstliebe und eine große Portion Selbstrespekt. Also wirklich sich selber bewusst zu machen, ich bin ein wertvoller Mensch und mein Wert hängt nicht von einem anderen Menschen ab, der sich da jetzt vielleicht zurückzieht, ohne mir Bescheid zu sagen, sondern mein Wert, den bestimme ich selbst in mir. Und er mag seine Gründe gehabt haben, die ich nicht kenne und auf die ich wahrscheinlich überhaupt keinen Einfluss habe, aber ich liebe mich so, wie ich bin und ich erlaube mir, glücklich zu sein, auch wenn ich zurückgewiesen werde. Das ist Training, diese innere Haltung wirklich zu trainieren, dieses positive Denken und das liebevoll mit sich selber umgehen. Rachel schreibt, ich habe schon 4-mal Ghosting erlebt. Einmal sogar nach 3,5 Jahren Beziehung, 2-mal nach 3 Wochen intensivem Schreibkontakt plötzlich weg, 1-mal nach dem 2. Date, das auch für ihn sehr schön gewesen ist, ohne Erklärung. Ich finde das so feige und verletzend. Also zu dem Schreiben, das haben wir schon besprochen. Nach dem 2. Date, ja, das ist auch schlimm, aber da ist es für Männer noch so, dass sie weniger gebunden sind. Also der wird beim 2. Date dann danach drüber nachgedacht haben und sich gedacht haben, na, passt vielleicht doch nicht. Eventuell gab es da eine 2. Frau neben dir. Was ich furchtbar finde, ist nach 3,5 Jahren Beziehung einfach abzuhauen. Das ist wirklich feige. Das finde ich fast ein bisschen toxisch. Also das finde ich schon irgendwie problematisch, dass er das gemacht hat mit dir nach 3,5 Jahren Beziehung. Und das tut verdammt weh. Also wenn ich mir das vorstelle, dass mein Partner jetzt nach 4 Jahren, 5 Jahren Beziehung einfach weg ist oder nach 3 Jahren einfach weg wäre, ich glaube, ich wäre extremst enttäuscht und schockiert und ich würde versuchen, eine Antwort zu bekommen. Und ich finde, Rachel, du hast auch das Recht darauf, nach 3 Jahren Beziehung eine Antwort zu bekommen, was passiert ist. Ich hätte ihn kontaktiert, wahrscheinlich hast du ihn kontaktiert und er hat dich einfach ignoriert. Aber da hätte ich schon gesagt, du, ich meine, was ist eigentlich los? Ja, also irgendein Abschlussgespräch muss es da schon geben. Renate hat auch sowas erlebt. 5 Jahre hat er ihr erzählt, dass er nicht ohne sie leben kann und eine gemeinsame Zukunft ist sein Traum. Eines Tages hat er sich umgedreht und ist gegangen. Ohne Erklärung, ohne Ausflüchte, ohne Lügen, war nicht mehr erreichbar. Renate hat Jahre gebraucht, um sich wieder auf die Beine zu stellen. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was kann man in so einer Situation tun? Nicht? Hier schreibt Melanie, wie kann man drüber hinwegkommen? Ich bin so zerbrochen und ich glaube, ich kann mich nie mehr verlieben. Das wurde alles kaputt gemacht. Liebe Melanie, liebe Renate, liebe an alle, die das erleben, nach so einer langen Zeit, ja, das kann dir wirklich dein Vertrauen in die Männer stark erschüttern. Und weißt du, manche Männer tun das, weil sie in dem Moment einfach nur an sich selber denken. Weil sie Angst haben, dir die Wahrheit zu sagen, weil sie Angst haben vor deinen Gefühlen,
weil sie einfach den leichtesten Ausweg gehen wollen und einfach sich denken, aus den Augen, aus dem Sinn, ich gehe jetzt weg. Wahrscheinlich, würde ich mal sagen, gibt es da eine andere Frau in dieser Situation. Schon länger. Und deshalb hat er sich emotional wahrscheinlich schon länger entfernt. Und hier bei denen, wo es wirklich über Jahre ging, frage ich mich, kann sein, dass du etwas übersehen hast. Ich kenne das aus meinem eigenen Leben. Ich war mal in einer sehr toxischen, ich meine, ich war in mehreren toxischen Beziehungen, aber eine war super toxisch. Und da hat der Typ mich ja schon 6 Monate lang betrogen und ich habe das nicht richtig wahrhaben wollen. Ich habe es nicht wirklich gesehen. Ich habe halt versucht, dieses komische Gefühl in meinem Bauch irgendwie zu unterdrücken. Und natürlich war das dann auch von heute auf morgen beendet. Aber der Punkt ist, kann sein, dass du etwas übersehen hast. Kann sein, dass er sich schon länger entfernt hat, dass es sich irgendwelche Anzeichen gab, die du vielleicht übersehen hast bei ihm. Hier Silvia fragt mich, mich würde interessieren, warum die das machen. Warum ghostet man? Hat man keine Eier in der Hose, um Klartext zu sprechen? Silvia, du hast es auf den Punkt gebracht. Das hat mit Mut und Respekt zu tun und Wertschätzung. Die haben sich nicht getraut, dich zu konfrontieren, weil sie Angst hatten vor deiner Reaktion und vor deinen Gefühlen. Möglicherweise bist du ihm auch kommunikativ überlegen. Möglicherweise hat er immer schon in seinem Leben Konflikte vermieden aus Angst vor der Reaktion. Möglicherweise ist er sehr harmoniesüchtig und möchte einfach irgendwie da keinen Streit oder keinen Konflikt haben. Was auch immer der individuelle Grund ist, es ist nicht okay und es ist unangenehm für dich. Und wie geht man da mit dem um? Würdet ihr dem Mann nochmal verzeihen, fragt mich Loredana. Kommt auf die Situation drauf an. Also verzeihen würde ich wirklich nur dann, wenn es einen echt guten Grund gibt, wenn er mir das echt gut erklären kann und wenn er mir auch zeigen kann, dass er sich geändert hat und wenn ich vertrauen kann, dass das nicht nochmal passiert. Aber dann müsste der Mann sich wirklich um mich bemühen. Der müsste wirklich Berge versetzen, damit ich dem nochmal vertraue. Hier noch ein lustiger Kommentar von Jenna. Er hat sich auf offener Straße verabschiedet mit einem Kuss und meinte, willst du mein Auto nehmen, um nach Hause zu kommen? Und danach hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie schreibt, hätte ich mal das Auto genommen. Oder Marlene sagt, ich nenne es nicht Ghosting. Ich sehe es so, als würde sich der Müll von alleine wegbringen. Das ist ein schöner Ansatz. Jemand hat mich auch gefragt, Petra, du hast den Ibiza-Mann mit Ghosting abserviert. Das ist doch respektlos. Und die Ute hat sich auch gewundert, warum ich das gemacht habe. Das war in unserem Video Petmut Folge 2, wo ich erzählt habe, dass ich dann einen Typen gedatet habe auf Ibiza und den dann geghostet habe. Was ich euch in dem Video nicht erzählt habe, ist der Grund, warum ich den geghostet habe. Ich bin drauf gekommen, dass er auch toxisch war und ich merke das mittlerweile schon sehr schnell. Also ich habe es in der Love-Bombing-Phase gemerkt. Also er war voll im Love-Bombing, wollte mich massiv manipulieren. Mir sind dann einfach Ungereimtheiten aufgefallen, Unehrlichkeiten seinerseits, also wirklich Lügen, krasse Lügen, die er mir erzählt hat, um mich zu manipulieren. Und deshalb habe ich am Ende der Woche beschlossen, den wirklich zu ghosten. Und gar nichts viel dazu zu sagen, sondern das einfach zu beenden, mich einfach nicht mehr bei ihm zu melden. Und wie ich schon mal gesagt habe in einem anderen Video, sowas mache ich nur, wenn jemand wirklich ganz krass gegen meine Werte verstoßen hat. Also wenn jemand versucht hat, mich zu manipulieren oder wenn jemand wirklich narzisstisch rüberkommt. Ich kann ja die Leute nicht diagnostizieren. Aber ich weiß, was sich toxisch und manipulativ anfühlt, das weiß ich. Und ich weiß auch, wie man toxisches Verhalten erkennt und mit solchen Leuten mache ich das ehrlich gesagt schon, weil jede weitere Kommunikation keinen Sinn hat, weil die dann alles umdrehen und dann ewig hin und her geht. Aber ich gebe euch recht, es ist eine respektlose Sache und im Endeffekt müsste man eigentlich sogar den toxischen Männern eine klare Absage erteilen und sagen, du hör zu, hat nicht gepasst, alles Gute. Da gebe ich euch absolut recht, dass das die beste Möglichkeit ist. Und prinzipiell wünschen wir uns ja alle, dass man respektvoll mit uns umgeht, nicht? Daher auch hier meine Bitte an alle Männer, die dieses Video sehen, sag
einer Frau doch einfach freundlich und kurz die Wahrheit. Sag du, es hat nicht gefunkt, es hat nicht gepasst. Und jetzt frage ich dich, hast du schon mal jemanden geghostet? Und möchtest du auch die männliche Sicht zu diesem Thema wissen? Bis zum 31.01. kannst du dem Helmut noch Fragen stellen. Poste die da unten. Das kommt dann ins neue Petmut-Video. Ich habe mit dem Helmut auch schon über Ghosting gesprochen. Das werden wir dann mit euch teilen. Er hat aber wirklich interessantes Feedback dazu. Angela fragt mich noch, was tut man, wenn sogar die gemeinsame Tochter geghostet wird? Das ist heavy. Weißt du, was ich da tun würde? Ich würde sie stärken. Und weißt du was? Wir beide sitzen im gleichen Boot. Eine meiner Töchter, die kleine Maus, hat ja auch einen toxischen Vater, der sich auch schon lange nicht mehr meldet. Ich bin froh darüber, aber ich mache sie stark in ihrer Persönlichkeit. Und ich meine, bei deiner Tochter ist es schwieriger, weil sie ihn ja wahrscheinlich viel, viel besser kennt. Meine Maus kennt ihn ja gar nicht, aber bei dir ist es sicher schwieriger. Mach sie stark. Gib ihr immer wieder das Gefühl, dass sie wundervoll ist, so wie sie ist. Und dass der Rückzug ihres Vaters nichts mit ihr zu tun hat. Erklär ihr das immer wieder. Ich weiß, es verletzt sie trotzdem. Und wenn sie dann mal erwachsen ist, wird sie wahrscheinlich auf ihn zugehen und wird ihm Vorwürfe dafür machen. Und dann muss er sich rechtfertigen. Aber an dich als Mutter stärke deine Tochter. Gib ihr so viel Selbstliebe und Selbstvertrauen mit, wie du nur kannst. Und das trifft auch auf alle anderen zu. Denn im Endeffekt geht es ja auch um dein inneres Kind, das verletzt wird. Und genauso wie Angela ihrer Tochter Selbstvertrauen und Selbstliebe mitgeben kann, kannst du deinem inneren Kind Selbstvertrauen und Selbstliebe mitgeben. Und das wird dich dabei stärken, aus so einer Ghosting-Situation wieder gut rauszukommen und wieder Vertrauen in Beziehungen und Vertrauen in Männer zu haben. Und denk daran, du bist es wert, geliebt zu werden. Und dein Wert hängt nicht davon ab, ob jemand anders jetzt bei dir bleibt oder dich zurückweist. Die Leute haben oft ihre eigenen Themen und ihre eigenen Probleme, die gar nichts mit dir zu tun haben. Im nächsten Video geht es um Valentinstag und wie wir auch trotz Lockdown einen wunderschönen Valentinstag mit unserem Traummann verbringen können. Wenn du mehr zum Thema Selbstliebe wissen möchtest, hier geht es zum Selbstliebe-Webinar inklusive einer geführten Hypnose, die deine Selbstliebe sofort stärkt. Also dann, meine Liebe, Kopf hoch und wir sehen uns im nächsten Video.